Das offensivstärkste Team gegen die beste Abwehr. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Könnte ein tolles Spiel werden. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Das Team mit den meisten Toren gegen das Team mit der besten Abwehr. Interessante Konstellation. Ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Schauen wir auf die Formation. Wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen? Ja, das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Klassisch sieht das aus, Ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Ja, energischer Vorstoß. Und das ist der Ballverlust. Da kommt der Pass. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Das war Pech. Super Freistoß, Zentimeter fehlen. Kein schlechter Versuch, da hat nicht so viel gefehlt. Der Ball geht über den Kasten, auch wenn hier nicht viel gefehlt hat. Dennis Eckert. Jetzt die Möglichkeit. Mit dem Ball hat er gar keine Ruhe. Gibt Ecke. Kurze Variante bei dieser Ecke. Thorsten Röcher. Marc Stendera. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Ja, das ist fast zu durchsichtig, dieses Zuspiel. Weg ist der Ball. Marc Stendera. Ja, der Schuss jetzt. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Stendera. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das könnte gefährlich werden.
Gute Chance. Der ist noch heiß. Thorsten Röcher. Dennis Eckert. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Vielleicht die Führung jetzt. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Dennis Eckert. Stendera. Und damit ist der Ball weg. Das könnte was werden. Super Tackling. Stendera. Der Ballverlust. Das ist jetzt eine Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Stendera. Dennis Eckert. Thorsten Röcher. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ja, das könnte was werden jetzt. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Klasse Chance jetzt. Scheinbar alles im Griff, 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Der erste Durchgang ist rum. Jetzt ist Pause. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Dennis Eckert. Guaida. Das könnte was werden jetzt. Christiansen, da haben sie jetzt den Ball. Da kommt der Pass. Sieht gefährlich aus. Da ist er alleine durch. Und da haben wir es, das Tor.
Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Die Nummer 10, Marc Stendera. Ist hier immer noch am Ball. Spiel geht mit Einwurf weiter. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Stendera. Der Ball kommt hoch rein. Er ist frei. Tor! Sie sind wieder drin in diesem Spiel. Doppelschlag. 2 Tore in wenigen Minuten. Vielleicht geht jetzt noch mehr. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Jetzt kommt der Wechsel. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Guter Pass jetzt. Könnte die Führung werden. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Wichtige Info für alle echten Fans. Es gibt neue Fanartikel im Fanshop. Guaida. Tolles Tackling von ihm. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Vielen Dank. Sie wollen keine Zeit verlieren. Der Freistoß ist schon ausgeführt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ja, geht gut dazwischen. Stendera. In den freien Raum. Die Gelegenheit. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Thorsten Röcher. Die Gäste werden wechseln. Guter Zweikampf.
Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Da, der Konter. Ganz alleine. Ein klasse Tor. Da hat man wieder mal gesehen, wie schnell die sind, wie schnell die umschalten können. Das war ein nahezu perfekter Konter. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Ja, das ist keine Anstrengung. Vier zu zwei steht's damit. Hier ist einiges los. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Stendera. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Guaida. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Vielleicht die Konterchance. Macht er gut. Das könnte vielleicht was werden. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Erneut so ein hervorragender Pass. Stendera. Dennis Eckert. Da haben sie jetzt Platz. Gute Chance für eine Flanke. Klasse Flanke. Dennis Eckert. Chance zum Anschlusstreffer. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Wir blicken nochmal auf die Entstehung des Tors. Da ist der Doppelpass. Und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert. Platziert die Kugel ins kurze Eck. Und drin ist der Ball. Jetzt kommt ein neuer Spieler. Schauen wir mal, wie er sich einfügt. Die Angriffsstärke der Gastgeber, die kann man eigentlich nicht genug loben. Also toll. Sie haben offensiv heute absolut überzeugt, waren extrem effektiv, damit ein mehr als verdienter Heimsieg.